Solltet ihr das Disneyland Paris 2025 besuchen oder nicht? Ich habe wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem sehr wichtigen Video für diejenigen, die sich vielleicht überlegen, 2025 ins Disneyland Paris zu reisen. Wir schauen uns an, was denn aktuell so geplant ist im Disneyland Paris. Wir haben natürlich aktuell den Stand von Dezember 2024. Es kann natürlich mal sein, dass es ein paar Überraschungen geben wird im Laufe des Jahres, aber es gibt schon so einige Sachen, die feststehen. Und über die werden wir jetzt in diesem Video sprechen. Ich gebe euch so meine Einschätzung, wann ihr vielleicht am besten ins Disneyland Paris reisen solltet. Wenn ihr es euch überlegt, ob ihr überhaupt reisen solltet oder ob ihr vielleicht warten sollt bis 2026, weil da was ganz Großes eröffnet wird. Das gehen wir jetzt hier Schritt für Schritt ein. Also wir gehen ein, welche Seasons es geben wird, welche Events. Dann gehen wir natürlich auch darauf ein, wann ist der beste Zeitraum. In Disneyland Paris fahren, wenn weniger los ist und. Also ich gebe euch so ein paar Tipps und ich würde sagen, wir starten. Aber bevor wir starten, wie immer, wenn ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid oder den Kanal vielleicht noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch keins der zukünftigen Videos. Damit supportet ihr mich, meinen Kanal und ja, wir wachsen langsam, aber stetig und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten hier auf meinem YouTube-Kanal. So, und jetzt starten wir. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht und die gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Wir starten mit der besten Reisezeit, wenn wenig Menschen vor Ort sind. Also wenn ihr den Menschenmassen aus dem Weg gehen möchtet, wann so die Empfehlungen wären, in den Park zu fahren. Vielleicht habt ihr dann auch Glück und erwischt die ein oder andere Season, die dann läuft, aber darauf gehen wir später ein. Also erstmal kann man sagen, von Januar bis ungefähr Mitte März ist der Park ein wenig ruhiger. Nach der Christmas Season, die ja am 6. Januar 2025 endet, wird so ein bisschen ruhiger. Ich sage nur so ein bisschen, weil da natürlich auch noch Sachen stattfinden. Zum Beispiel am 10. Januar startet das neue Feuerwerk. Wie gesagt, dazu kommen wir auch gleich noch, was alles geplant ist im nächsten Jahr an Events und neuen Sachen. Aber so generell von Januar bis Mitte März ist es so ein bisschen ruhiger. Aber der Park nutzt auch die Zeit für Renovierungen, für Showpausen etc. Also da müsst ihr mit rechnen, wenn ihr in so einer Zeit fahrt, dass vielleicht die ein oder andere Hauptattraktion auch geschlossen sein könnte oder die ein oder andere Show nicht läuft. Ansonsten so nach den Sommerferien ist auch mal ganz gut. So Mitte September bis Ende September ist eigentlich eine sehr gute Zeit, weil dann im Oktober natürlich dann auch wieder Halloween startet. Und auch so vor der Weihnachtszeit, also zwischen den zwei Seasons, zwischen Halloween und Christmas Season im November, ist eine absolut leere Zeit. Also da könnt ihr wirklich den Park, die Attraktion rauf und runter fahren. Wie die Daten natürlich nächstes Jahr sind, kann ich euch nicht genau sagen. Aber meistens endet die Halloween-Season am 1. November-Wochenende. Und dann ist eine Woche Pause und dann startet Christmas. Genau, dieses Jahr war es am 9. November. Und wo die Christmas Season gestartet hat und die Woche davor ist wirklich super ruhig, aber da ist der Park halt auch in einem Wandel. Das heißt, die ganze Halloween-Deko wird abgebaut, die ganze Christmas-Deko wird abgebaut. Ihr könnt vielleicht ein paar Bauzäune sehen, weil der Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Es gibt nicht wirklich spezielle Shows oder Paraden. Es gibt halt die normale Parade, Disney Stars and Parade und dann natürlich das Feuerwerk. Aber ansonsten habt ihr irgendwie keine Special-Paraden, wie jetzt zu Halloween oder zu Weihnachten. Aber wenn ihr wirklich sagt, ihr möchtet so viele Attraktionen fahren wie möglich und dann ist diese Zeit auch sozusagen eine sehr gute Zeit, um den Park zu besuchen. Ja, ich habe es ja schon einigermaßen angeschnitten, die Events, die nächstes Jahr stattfinden. Es gibt einige Sachen, die jetzt schon angeteasert wurden, angekündigt wurden vom Disneyland Paris selbst. Und ich blende euch natürlich auch gerne noch ein bisschen Content, also ein paar Bilder ein, wenn ich sie habe. Wir starten direkt am 10. Januar mit Tales of Magic.
die neue Abendshow. Und darauf freue ich mich so sehr. Ich werde auch vor Ort sein mit der lieben Sam und euch natürlich zeigen, das neue Feuerwerk und auch dieses in diesem neuen Feuerwerk, in dieser neuen Abendshow sind Drohnen inkludiert. Also es wird jetzt keine separate Drohnenshow mehr geben vor dem Feuerwerk. Das wird jetzt alles eins sein. Natürlich kann es natürlich wieder auch sein, dass es so Special-Tage gibt, wo dann natürlich noch eine Drohnenshow dazu gemacht wird oder auch vielleicht in den Studios. Das hatten wir auch schon mit der Marvel-Show, mit den Marvel-Drohnen. Jetzt zum Beispiel wird es ja auch eine besondere Drohnenshow, also es ist auch 2024 zu der Eröffnung von Notre Dame geben, vor dem Feuerwerk. Also es kann man auch immer vorstellen, dass es auch so Special-Drohnenshows geben wird. Aber die Abendshow wird auf jeden Fall auch Drohnen enthalten, so ähnlich wie an Bastille Day wird es sein. Also wenn ihr euch das vorstellen wollt, wie das aussieht mit Feuerwerk und Drohnen, schaut euch gerne mein Bastille Day Feuerwerk-Video an. Es ist einfach unglaublich, also wirklich mega krass. Ich freue mich so drauf. Und auch das erste Mal wird sozusagen die Main Street auch mit in die Show inkludiert werden. Es wird Projektionen geben. Man hat jetzt auch schon gesehen, die neuen Projektoren auf der Main Street. Und ich glaube, das wird schon richtig krass werden. Deswegen versuche ich wirklich, die Show am 10. und auch am 11. zu schauen, damit ich mir auch am 11. mal die ganzen Projektionen auf der Main Street anschauen kann. Wird super viele Geschichten geben. Es wird Toy Story geben. Es wird Encanto geben und ganz viele Welten werden dort vereint sein in dieser Abendshow. Ich habe auch schon mal detaillierter darüber gesprochen in einem News-Video. Also wenn euch das mehr interessiert, dann schaut da gerne mal rein. Genau, also das ist so der Start und ich denke mal an dem Wochenende oder an den ersten Tagen wird es etwas voller werden. Dann haben wir natürlich noch die neue Season Disney Musical Festival. Startet am 19. April und geht bis zum 7. September 2025. Das ist erstmal das angekündigt. Warum 7. September 2025? Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein komisches Datum, weil normalerweise so eine Season läuft dann bis Ende September, bis wenn dann halt Halloween startet. Ich denke nicht, dass es jetzt ein Zeichen ist, dass Halloween früher anfängt. Da ist Disneyland Paris immer relativ spät, was Halloween-Season angeht, aber dazu kommen wir auch noch gleich. Genau, also vom 19. April, wie gesagt, bis zum 7. September Disney Musical Festival mit drei neuen Shows. Aber ich sage euch schon mal, der Start der Season ist an Ostern, an dem Osterwochenende. Und dann, das ist auch so ein Zeitraum. Also Ostern ist auch einer der vollsten Tage im Park. Also ich würde euch sagen, wenn ihr das nicht mitmachen wollt, dann auf gar keinen Fall an Ostern fahren. Wenn jetzt auch noch neue Seasons startet, dann habt ihr die ganzen Blogger und YouTuber und keine Ahnung, mich inkludiert, muss ich leider sagen, die da natürlich den Content abfilmen wollen und noch den Park natürlich noch voller machen. Und genau, und dann also, und Ostern ist sowieso sehr viel los, wegen Ferien in allen möglichen Ländern etc. pp. Also wenn ihr Menschenmassen vermeiden wollt, und warten könnt mit dieser Season, wenn ihr sie unbedingt sehen möchtet, dann fahrt nicht am ersten Wochenende. Also genau, aber ich werde auf jeden Fall vor Ort sein und mir das Ganze mal anschauen. Es wird drei neue Shows geben und da kommen wir auch zu einem Thema, was ich auch noch gleich anschneiden werde, die Baustellen. Aktuell wird ja die Castle Stage renoviert, das ist rechts neben dem Schloss. Und ich denke, dass es bis dahin diese Baustelle auch fertig sein wird. Ich denke, diese Bühne wird auf jeden Fall ein Teil, als Showbühne dienen für einen Teil der Shows. Es wird, wie gesagt, drei Shows geben. Eine mit Moana, dann wird es irgendwie noch eine DJ-Show geben und eine Art Parade mit Showstopp mit Minnie Maus. Aber da müssen wir warten, auf mehr Details warten. Da haben wir noch nicht so viele Details. Ob es dann auch spezielle Snacks geben wird, Charaktere, da müssen wir uns wirklich überraschen lassen. War jetzt auch nicht bei Million Splashes of Color so, aber es war ja... Ja, wir hatten ja diese Tinkerbell-Season letztes Jahr, aber es war jetzt auch nicht wirklich so mega krass. Also ich erwarte nicht wirklich viel. Wir haben, wie gesagt, die drei neuen Shows. Da lass uns mal überraschen, ob das ein bisschen anders mal wird als Million Specials of Color. Da war ich ja nicht der größte Fan von. Aber da müssen wir uns auf jeden Fall überraschen lassen. Aber ich finde es gut, dass trotzdem was Neues gemacht wird. Halt natürlich auch die Besucher anzulocken. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Dann wahrscheinlich im April, das ist aber noch nicht fest, wird natürlich auch Studio 1 geöffnet werden.
Also es hieß ja früher 2025. Letztes Jahr im April hat Studio 1 geschlossen in den Walt Disney Studios. Und wird natürlich auch umgebaut in dieses Hollywood-Thema. Und ja, es hieß, für ein Jahr wird es ungefähr geschlossen sein. Aber wir wissen, Disney in Paris ist nicht immer so das Schnellste bei Umbauten und Renovierungen. Wie gesagt, wir haben noch nichts davon gehört. Aber auf jeden Fall 2025, irgendwann wird Studio 1 wieder eröffnen. Das heißt, genau, da wird auch ein bisschen weniger Baustelle dann in den Studios sein. Und genau, also da kommen wir schon mal auf jeden Fall auch noch zum Thema Baustelle. Oder kommen wir gleich halt nochmal zu. Das sind jetzt erstmal so die Events, die neu sind, sage ich mal, die jetzt bekannt gegeben wurden. Dann wird es natürlich wieder eine Halloween-Season geben. Und die wird wahrscheinlich wieder am 1. Oktober starten. So war es jetzt die letzten 2 Jahre. Es war immer der 1. Oktober. Und geht dann meistens, wie gesagt, bis zum ersten Wochenende im November. Da müsst ihr dann halt schauen, die ersten Wochen sind ein bisschen ruhiger während der Halloween-Season. Je näher es an Halloween rangeht, vom Datum her, desto voller wird auch der Park. Vor allem an Halloween selbst. Am 1. November ist auch Feiertag in Frankreich und auch in Deutschland. Und da ist der Park sehr, sehr voll. Es gibt keine, also dieses Jahr gab es keine Halloween-Party, letztes Jahr auch schon nicht. Ich denke auch nicht, dass das jetzt wiederkommen wird. Vom Disneyland Paris. Also ich glaube, diese ganzen Special Partys, auch wie Neujahrsparty, hat Disneyland Paris abgeschrieben. Es gab aber an Halloween selbst abends ein paar Besonderheiten. Die Villains sind rumgelaufen, Oogie Boogie war da. Also das war jetzt dieses Jahr, was ich online gesehen habe. Ich war ja selbst nicht vor Ort. Sah auf jeden Fall sehr cool aus und dass es auch im Ticketpreis inkludiert war. Fand ich eine sehr gute Sache vom Disneyland Paris. Man durfte sich natürlich auch verkleiden. Dasselbe gilt für Neujahr, also Silvesterabend, da ist natürlich das große Feuerwerk inkludiert. Ich denke auch, dass es vielleicht auch an Silvester ein paar Special-Charaktere geben wird, aber der Park wird auch sehr, sehr voll sein an Silvester. Genau, und dann haben wir natürlich auch die Christmas-Season, die startet dann am zweiten Wochenende im November meistens und geht dann halt bis Anfang Januar, meistens so bis zum ersten Wochenende im Januar, also ein bisschen länger. Dort natürlich, klar, an den Feiertagen selbst habt ihr sehr viele Leute, also zwischen den Jahren, aber auch an Weihnachten bis Silvester, bis sozusagen sogar weit nach Silvester, weil auch noch die Winterferien, Weihnachtsferien weitergehen in einigen Ländern, zieht sich das schon so eigentlich bis fast Ende der Christmas Season, dass es relativ voll ist im Park. Deswegen, wenn ihr Weihnachtsseason erleben wollt, dann würde ich euch tatsächlich eher den November empfehlen oder halt Anfang Dezember. Wie gesagt, je näher ihr an Weihnachten kommt, desto voller wird auch der Park. Genau, so viel erstmal zu den ganzen Seasons. Es wird natürlich auch Jahreskarten-Events geben, denke ich mal, dass sie fortgeführt werden. Dieses Jahr gab es, glaube ich, 4 oder 3 Stück. Es gab eine im März. Ich glaube, es gab 4. Ich war auf keiner dabei. Ich habe irgendwie alle immer verpasst. Ich weiß, also Brina war auf jeder dabei. Wenn ihr da auf jeden Fall mal sehen wollt, wie das was abläuft, so eine Jahreskartenparty, schaut auf jeden Fall bei ihr auf YouTube vorbei. Ich denke mal, das wird es auf jeden Fall geben. Ansonsten so Special Events technisch ist es leider nicht mehr so groß im Disneyland Paris. Ich denke, es wird auch keine Pride mehr geben. Mal schauen, da müssen wir uns auf jeden Fall überraschen lassen, aber so viel erstmal zu den besonderen Seasons, zu den besonderen Events und reden wir mal über die Baustellen. Ja, 2024 kann man schon sagen, war das Baustellenjahr vom Disneyland Paris. Also ich glaube, es gab noch nie so viele Baustellen wie 2024 im Disneyland Paris. Wie wird es 2025 aussehen? Also erstmal kann ich nicht in meine Glaskugel schauen und sagen, boah, wie schnell, wo werden dann jetzt nächstes Jahr Baustellen sein? Aber eine Baustelle ist auf jeden Fall schon fast fertig. Das ist bei Casey's Corner. Der Pavillon steht jetzt schon für das Character Meet and Greet. Da kann man jetzt aktuell Stitch treffen. Und ich denke auch, dass das Casey's Corner, die Außenterrasse, auch jetzt demnächst bald fertig sein wird. Das heißt, mein Handy wollte einen Abgang machen. Das heißt, die Baustelle im Hauptpark wird auf jeden Fall verschwinden. Dann, wie habe ich ja erwähnt, die Castle State ist ja auch aktuell eine große Baustelle. Ich denke auch, dass die bis 19. April auf jeden Fall auch fertig sein wird für die neue Season Fest Music, Disney Music Festival.
Und dann haben wir im Hauptpark natürlich immer hier und da noch kleinere Baustellen, sage ich mal. Aktuell wird ja die Bäckerei umgebaut auf der Main Street, da ist so eine kleine Baustelle. Und im Fantasyland werden ganz viele Fassaden gemacht. Aber ich denke, im Disneyland Park selbst wird 2025 nicht ganz so viel gebaut werden. Das ist jetzt aber meine Einschätzung, nagelt mich darauf nicht fest. Und ja, das ist jetzt so meine Einschätzung. Dann natürlich das Disney Village bleibt 2025 im kompletten Umbau. Also beim Disney Village könnt ihr euch immer darauf einstellen, dass sehr viel gebaut wird. Wir wissen, dass der ganze Umbau bis 2026 gehen wird im Disney Village. Da wird jetzt ein neuer McDonald's gebaut. Ich glaube, die neuen Shops werden auch jetzt schon Anfang 2025 eröffnen. Dieses neue Disney Fashion und Home. Ich weiß jetzt gerade die Namen nicht. Aber ich kann euch gerne die Bilder schon mal einblenden, die wir bekommen haben. Also diese Shops werden auf jeden Fall auch Anfang 2025 eröffnen. Das heißt, es wird irgendwie mehr Shops jetzt geben. Aber natürlich wird dann wieder ein anderer Teil geschlossen werden. Und so peu à peu wird das Disney Village halt gerade umgebaut, renoviert. Natürlich das neue Restaurant, das italienische, direkt am Anfang vom Disney Village, wo vorher das Planet Hollywood war, wird auch gebaut von, also gefühlt ist der ganze nur noch Rohbau da und wird das komplett neu aufgebaut, das ganze Restaurant. Also da im Disney Village müsst ihr euch auf jeden Fall noch auf Einschränkungen einstellen, auch 2025, denn dort wird es bis 2026 auf jeden Fall alles umgekrempelt werden. Dann natürlich auch eine sehr große Baustelle sind die Walt Disney Studios oder wie viele auch sagen gerne die Walt Disney Studios. Walt wegen Wänden, weil aktuell, wenn man dort in den Park reingeht, sieht man eigentlich nur Baustellenzäune und Wände. Ich denke, das wird 2025 ein wenig besser werden, vor allem wenn Studio 1 wieder aufmacht nach dem Frühjahr. Wir müssen halt warten auf ein Datum. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen besser werden, wenn man dann wieder durch dieses große Gebäude laufen kann, wenn da auch wieder ein Restaurant aufmacht, der Shop. Und so wird es ein bisschen besser werden vom ganzen Gesamtfeeling vom Park. Die Frage ist natürlich, wie noch die anderen Bereiche dann. Natürlich World of Frozen wird die ganze Zeit gebaut, aber da sieht man, also das hat ja keinen Einfluss auf die Parkbesucher selbst, weil das natürlich weiter hinten ist und passiert. Aber ich denke auch, dass die ganzen, also es wird ja immer der ganze, der Boden wird neu gepflastert und so und die sind auch schon immer relativ weit, je nachdem. Und ich denke, dass es 2025 auch vor allem nach der Eröffnung von Studio 1 mit den Wänden in den Walt Disney Studios direkt am Anfang, wenn man reinkommt, vor Tower of Terror und so, auf jeden Fall besser wird. Also es wird nicht so schlimm wie 2024, das war wirklich ein reines Baustellenlabyrinth. Ich denke, dass wir 2025 auf jeden Fall besser werden. Ich glaube nicht, dass sie komplett verschwinden werden, die Baustellenzäune in 2025 in den Walt Disney Studios, weil natürlich auch der Park immer noch umgebaut wird für die Eröffnung von World of Frozen 2026. Ne? Also wenn ihr sagt, ihr möchtet nächstes Jahr vielleicht warten oder noch ein bisschen sparen, weil ihr unbedingt World of Frozen sehen wollt, dann würde ich sagen, wartet bis 2026. Es ist jetzt nicht so, also vor allem die Abendshow, viele haben mich gefragt, boah, wie lange läuft die Abendshow? Die Abendshow wird mehrere Jahre jetzt da sein und auch laufen. Das ist, wenn Disneyland Paris eine neue Abendshow wie Illuminations oder Dreams einführt, dann läuft die auch über mehrere Jahre. Also ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass die Abendshow nächstes Jahr dann wieder wegfällt. Die bleibt. Und wenn ihr jetzt nicht sagt, boah, ich muss unbedingt dieses Festival da sehen, Music Festival, dann wartet vielleicht und besucht den Park erst 2026, wenn Frozen eröffnet. Natürlich haben wir noch kein Datum, wir wissen auch nicht mal irgendwie einen Zeitraum, Frühjahr, Winter, Herbst 2026. Das wissen wir nicht, da müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Das war wahrscheinlich was, das Disneyland Paris selbst noch nicht. Mal schauen. Genau, also wenn ihr sagt, Bonnie, es reizt mich noch nicht so 2025 hinzufahren, dann wartet, bis World of Frozen eröffnet und genau, da wird es auch sehr, sehr viel Neues geben. Aber dazu dann, das ist jetzt kein Thema hier, weil das 2026, da reden wir dann nächstes Jahr drüber. Und ja, also das ist so, denke ich mal, meine Einschätzung zu den Baustellen in den beiden Parks und auch im Disney Village. Wie gesagt, die Walt Disney Studios werden immer noch hier und da natürlich auch Baustellen haben.
ja, da müssen wir uns halt mal überraschen lassen, wie das wird. Aber ich denke, eine große Erleichterung wird sein, wenn Studio 1 dann wieder aufmacht. Mit diesem World Premiere wird es ja, glaube ich, heißen. Also dieses Hollywood-Weltpremieren-Thema. Das wird auf jeden Fall gut werden. Ja, also so viel zu meiner Einschätzung zu den Baustellen. Was man natürlich sonst immer sagen kann, was ist der beste Zeitraum, im Disneyland Paris zu fahren, so generell gesagt. Darüber habe ich auch schon x-mal gesprochen, aber ich werde es jetzt mal kurz nochmal zusammenfassen hier in dem Video. Also wenn ihr natürlich, wie gesagt, die Menschenmassen nicht unbedingt haben möchtet, dann schaut, dass ihr nicht in den französischen Ferien fahrt. Da müsst ihr auf jeden Fall mal dann googeln, wann die französischen Ferien sind. Und natürlich kann man auch schauen, wann hat Spanien keine Ferien, wann hat Deutschland keine Ferien etc. pp. Dann natürlich haben die Wochenenden natürlich immer mehr Besucher als unter der Woche. Unter der Woche kann man schon sagen, dass so Dienstag bis Donnerstag so die leerste Zeit ist, um den Park zu besuchen. Also wenn ihr sagt, oh, wenn ihr euch Urlaub nehmen könnt oder da frei habt, dann fahrt dienstags bis donnerstags vielleicht. Dann könnt ihr echt viel aus eurer Zeit machen. Genau, ansonsten habe ich eigentlich alles erwähnt. Ich gucke nochmal kurz über meine Liste. Ja, je nachdem, wann ihr natürlich fahrt, Winter, Sommer, Frühling, müsst ihr euch immer dementsprechend anziehen, Sachen mitnehmen, Equipment mitnehmen etc. Winter immer gute Zwiebellook, warme Sachen, warme Schuhe, bequeme Schuhe, sowieso das ganze Jahr über. Im Sommer genug zu trinken mitnehmen, Sonnenschutz, entweder auch eine Kopfbedeckung. Ja, also das ist so, was ich euch über 2025 raten kann. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall natürlich weiterhin 2025 den Park besuchen, euch so gut es geht mitnehmen. Es ist jetzt nicht das spektakulärste Jahr 2025 für Disneyland Paris. Es passiert nichts Weltbewegendes. Natürlich die neue Abendshow. Ich denke auch in den Studios wird immer mal wieder was vielleicht mit Marvel kommen. Wir haben ja jetzt aktuell dieses Doctor Strange Dings. Ich habe es mir wirklich noch gar nicht angeschaut und nicht mal online. Vor Ort schaue ich es mir dann an, wenn ich da bin. Aber es wird, denke ich mal, immer mal so ein bisschen Special-Shows geben. Und ja, da müssen wir uns einmal überraschen lassen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr plant, 2025 den Park zu besuchen. Und auf was ihr euch vielleicht 2025 freut. Oder ob ihr denkt, boah nee, 2025 besuche ich den Park nicht. Vielleicht fliege ich auch mal ins Ausland, ne, in einen anderen Disney-Park. Und komme erst 2026 wieder ins Disneyland Paris. Gibt es auch einige, haben ja auch einige geschrieben. Ja. Das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald.